Die nächste Safari-Zone steht an, vielleicht bei uns auch ein neues Shiny und eine neue Medaille wurde gefunden. Und ich kläre das nochmal ausführlicher mit den 5 garantierten Xenosteinen. Und damit will ich auch anfangen, da gab es gestern so viel Unklarheit. Im Grunde, mein Video gestern hat gestimmt, die Infos, die passen so. Ich habe es in 3, 4 Sätzen nebenbei nur so erwähnt, weil die Leute eher kürzere Videos wollen von mir und nicht die Zeit haben, sich 2 Stunden lang meine Eier anzusehen, wie ich die öffne, 300 Eier beim Schlüpfmarathon und so weiter. Aber jetzt ausführlicher. Am Samstag, das ist der Tag, wo der Community Day stattfindet, wird es am gesamten Community Day Tag, 24 Stunden lang, also der Community Day Day, der Tag, Samstag, wird es 5 garantierte Sinnoh-Steine für die ersten 5 Kämpfe geben. Der gesamte Samstag. Bei uns am Sonntag 5 zufällige Belohnungen für die ersten 5 Kämpfe. Und 5 Belohnungen werden eben möglich sein. In anderen Regionen, wie zum Beispiel Asien, glaube ich, wegen Zeitverschiebung und so, ist es diesmal so, dass die das Event am Sonntag haben. Aber da wären wir wieder beim Thema, warum starten sie Samstag? Sollte es mit diesen Sinnoh-Steinen Probleme geben, wäre es fatal, wenn die stundenlang aufrecht bleiben. Deshalb am Samstag arbeiten viele Leute vermutlich bei Niantic und dann kann sowas gleich behoben werden. Aber 5 garantierte Sinnoh-Steine für 5 Kämpfe am Samstag. Plus, und das ist eine neue Info, an die ich gar nicht gedacht habe, sonst hätte ich da vorher auch gefragt, es sind auch die Teamleiterkämpfe möglich. Denn die Kids-Accounts, also Accounts unter 13 Jahren, die können keine Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe machen, aber für die ist es auch möglich, an dem Tag am Samstag 5 Sinnoh-Steine zu erhalten, nämlich über Teamleiterkämpfe. Aber nicht nur für die, sondern für jeden. Also kann man machen, was man möchte. Normalerweise gibt es 3 Belohnungen pro Tag bei Spielerkämpfen und 1 Belohnung bei Teamleiterkämpfen. Und an diesem Tag erhält man bis zu 5 garantierte Sinnoh-Steine und am Sonntag bis zu 5 Belohnungen. Aber Schilling, es steht doch eben bis zu. Wie kannst du das sagen? Dein Video ist falsch. Leute, ich habe bei Niantic nachgefragt und ich würde sowas nicht behaupten, dass die garantiert sind beim 1., 2., 3., 4. und 5. Kampf, wenn das nicht so wäre. Ich will nicht so eine Fehlinfo rausballern. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wenn das Video 30.000 Klicks hat. Dann noch Schneeballeffekt, weil die Leute diese Info auch mitbekommen, die das Video nicht anschauen, sondern in Gruppen geschickt bekommen, die ganzen Infos aus meinen Videos. Dann, jeder freut sich und am Ende des Tages, huch, Schilling hat ja kompletten Schluss erzählt. Nö, ich erzähle euch nichts von einem Entwicklungsevent, auf das ich übrigens noch immer warte, oder irgendwelchen mysteriösen Pokémon, die niemals kommen, oder von einem Glaziolan-Folipurba-Event, wo man am Ende dann ein Fragezeichen in den Titel schreiben muss, weil es ja gar nicht kommt. Ich hoffe, ich habe mir in den letzten fast 3 Jahren bezüglich Pokémon Go schon ein bisschen euer Vertrauen aufgebaut, dass wenn ich 37 Mal in den Kommentaren beantworte, 5 garantierte Steine am Samstag, dass man mir da auch glauben kann. Natürlich immer hinterfragen etc., das sage ich auch selbst. Besonders, wenn es einen Artikel gibt. Oh, das war echt ein Schmankerl, was ich da gefunden habe. Artikelüberschrift, Moment mal. Pokémon Go, Glaziola und Folipurba. Wie ihr die Sinnoh-Evolutionen bekommt. Alles klar. Ich wusste noch gar nicht, dass es die schon gibt. Übrigens auch danke an alle, die auf The Silph Road Reddit aktiv sind und meine Richtigstellung abgewotet haben. Ich habe da nochmal einen Tweet von Niantic verlinkt und wir waren auf der Frontpage auf Platz 1. Also vielen Dank an alle, die mich auch auf anderen Plattformen und so weiter mit den richtigen Infos unterstützen. So, 5 Sinnoh-Steine am Samstag. Kompletter Tag, 0 bis 24 Uhr. Und wenn es nicht so ist, dann ist es ein Fehler und keine Fehlinfo von mir. Der Fehler muss und sollte dann schnell behoben werden. Und das Thema führe ich deshalb so lange aus, weil natürlich diese 5 Sinnoh-Steine wichtig sind, weil Mammutel wichtig ist als Konter für Raids dann, wenn man die besten Konter denn haben möchte. Also 3 Minimum. Und wer es vielleicht schafft, sogar noch einen Sinnoh-Stein aufzuheben, der kann sich ein gesamtes 6er-Team dann zusammen entwickeln, wenn denn die Candies passen. Aber jetzt hoffe ich, ist das Thema abgefrühstückt und wir kommen zur Safari-Zone in Brasilien. Und ich hoffe, das kam gerade nicht zu arrogant rüber. Ich habe das Gefühl, das kam so, aber ja, mir ist es wichtig, dass ihr mir vertraut und
Das hört sich so seltsam an, aber ich will euch nicht clickbaiten in irgendwelche erfundenen Events oder irgendwelche Fehlinfos verbreiten etc. Und wenn das falsch wäre, was ich gesagt hätte in dem Video, hätte ich das Video sofort gelöscht und neu gerendert und neu hochgeladen. Denn so eine krasse Fehlinfo, natürlich vertippt man sich manchmal oder verspricht sich oder sagt irgendwas Doofes. Das stelle ich dann in den Kommentaren richtig und gut ist. Aber das mit garantierten Sinnoh-Steinen, wenn ich euch da so locke und dann am 16. Februar kommt die große Überraschung, das könnte ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Da ich treffe ja die Leute jeden Tag bei Raids, die würden mich kurz und klein hauen. Also nicht wirklich, aber mit Worten, ja Schilling, was hast denn du da für eine Fehlinfo verzapft in den Videos? Das will ich mir ja nicht anhören. Aber egal, Safari-Zone in Porto Alegre, Brasilien, 25. 26. 27. Januar 2019. Man hat ein Ticket benötigt und immer wie das mit Tickets so ist bei Events, da bekommt man meistens eine Medaille. Der Charles hat ein Bild von einer Medaille gefunden, die dazu passen könnte. Ich sag mal, zu 90% dürfte das die Medaille für das Event sein. Sieht echt genial aus, farbenfroh, der blaue Hintergrund, ich glaube, der war auch beim GoFest so ähnlich. Ja, diese Medaille würde auch mein Profil ganz schön ausschmücken. Hätte ich gerne. Glückwunsch an alle, die ein Ticket, beziehungsweise, ja, ich glaube kaum, dass viele Leute von meinen Zusehern dahin fliegen, fahren werden, aber mental wünsche ich jedem Glückwunsch, der dieses Ticket hat und dann die Medaille bekommen kann. So, und jetzt noch eine Sache, das ist aber nicht offiziell bestätigt, das sage ich auch dazu, das Teaserbild. Da gibt es immer das Regionale, in diesem Fall Relikant, dann ein Pokémon, welches ultra selten ist, wie zum Beispiel hier Kindwurm. Übrigens an alle, die auf den Clickbait von anderen Leuten mit Kindwurm Community Day reingefallen sind. Allein, dass hier Kindwurm kommt, hätte vielleicht einem schon sagen können, vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig. Dann die Starter und Anton. Anton. Und warum ist Anton da? Ist ja eher ein altes, nicht so seltenes, unnötiges Pokémon. Die Chancen stehen hoch, dass wir Anton als Shiny bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war in Yokosuka mit Wingull so, da waren immer die ganzen Highlight-Pokémon, die regionalen, die seltenen und dann Wingull. In Dortmund hatten wir die Highlight-Pokémon, die seltenen und dann Roselia. Und immer dieses eine Pokémon war dann Shiny und eventuell können wir uns am 25. oder spätestens dann irgendwann nach dieser Safari-Zone weltweit auf ein Shiny Anton Eisblau freuen. Und dann noch eine Sache zu Glaziola und Folipurba mit den Blüten im Haar. Da haben wirklich viele Leute geschrieben, dass sie vermuten oder dass es eventuell der Valentinstag sein könnte, welcher am 14. Februar stattfindet. Beziehungsweise ist am 14. Februar. Ja, der Schilling hat eine Freundin und weiß nicht, wann Valentinstag ist, aber ich brauche keinen besonderen Anlass, um meine Freundin zu lieben. Das können wir 365 Tage im Jahr machen. Aber natürlich würde man ansonsten die Rosenverkäufe und Pralinenverkäufe nicht ankurbeln können. Bezüglich Datum übrigens, Frühlingsbeginn ist am 20. März, nicht am 21. März. Danke Google, dass die Website, die auf Platz 1 nach Wikipedia ist, die Fehlinformationen hat, aber genau das ist der Unterschied. Wenn es jetzt irgendein krasser Fehler gewesen wäre bezüglich des Events, hätte ich das Video runtergenommen. Aber so, ob Frühlingsbeginn am 20. oder 21. ist, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin kein Frühlingsbeginn-Let's Player, so in der Art. Aber gut, Valentinstag. Das könnte vielleicht einleuchten, mal schauen. Bisher hatten wir Libiscus zum Beispiel und Chanera und solche Dinge. Vielleicht überrascht uns Niantic mit Glaziola und Folipurba und den ganzen anderen Blüten-Pokémon. Gut, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.